Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Mad Dog Gamble. Ich spiele heute wieder Mech Arena und heute möchte ich euch meinen stärksten Hunger zeigen, den ich heute habe, heutzutage, den 9.4.2024. Und werde euch da so erzählen, warum ich was gemacht habe. Also dann viel Spaß. Okay, und wir haben hier mein stärkstes. Ach ne, hier nicht. Warte. So, hier ist mein stärkstes Hangar. Was ich jetzt zur Zeit habe, ist nicht das beste Hangar. Für euch nicht. Nur für mich jetzt gerade, was ich halt zurzeit habe. Wird sich wahrscheinlich irgendwann mal wieder aufwerten, irgendwann wieder besser werden. Aber ich denke mal, jetzt wird es erstmal ein bisschen länger dauern, weil ich habe jetzt hier noch ein paar Queste, die ich machen muss. Warte mal, wo haben wir das? Wir haben hier. Ach, genau. Bei täglich und Kern. Die Ausrüstung. Wir haben hier noch. Ich muss zwei Waffen aufwerten. Und dann musste ich erst noch die Stufe 6 freispielen, um weiterzukommen. Ich bin noch in Stufe 5. Genau. Okay, dann schauen wir mal. Fangen wir von rechts an. Das ist das Schlechteste. Links ist das Stärkste, rechts das Schlechteste. Fangen wir mit meinem Schlechtesten oder mit meinem Schwächsten Mech an, den ich hier habe. Ich habe hier den Sypir. Ich habe ihn mit Missile Rocket ausgestattet und mit Nova. Natürlich, die sind nicht ganz aufgelevelt. Ich denke mal, die beiden werde ich lassen. Aber den werde ich wahrscheinlich immer wieder ändern, deswegen werde ich den auch nicht weiter aufleveln. Vielleicht werde ich hier nochmal zwei Punkte reinsetzen oder ein. Irgendwie kann ich den letzten Punkt nicht reinsetzen. Ist wahrscheinlich nur für Leute, die dann komplett den Piloten aufgewertet haben. So, das war jetzt so der erste halt. Mein Cypril und die Missile Racket 6. Das sind so meine stärksten, nicht meine stärksten Waffen, die ich habe und nicht mein stärkster Mech, aber mit der beste, die ich hier habe. Ich kann euch noch mal zeigen, was für Waffen ich gerade hier habe. Freischalten. Na, ganz unten. So, hier haben wir noch einmal die Fragment Gun. Die ist auch noch sehr gut. Aber die bringt ja für den ja auch, aber ist nur eine dann halt, ne? Ich denke mal, die Miss Rock ist ein bisschen besser, obwohl die Fragmentgun mehr Schaden macht. Dann habe ich hier Long Arm, der macht auch mehr Schaden wie die Miss Rock, aber die Nachladezeit ist immer ziemlich hoch. Und bei dem ich mit den Stichen meistens immer um die Ecke, warte bis einer kommt, dann stunne ich den Sprinter um die Ecke oder spring um die Ecke und schieße meine 5 Missirex pro Seite auf den Gegner. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Da haben wir jetzt den, wie ist denn der? Das ist Aegis. Ah, den kann ich sogar noch aufwerten. Mal nachher oder machen wir jetzt so schnell einmal nur, weil ich habe immer einmal am Tag hier die Quest mit den 10.000 Credits und deswegen werde ich immer nur einmal am Tag was auf, damit ich die Quest fertig habe und damit ich später immer noch ein bisschen mehr Zeit habe, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt alles raushaue, das ganze Geld. Und mehr Geld habe ich sowieso nicht. Gut. Ja, mit den Aegis spiele ich zurzeit sehr gerne. Macht richtig Spaß. Den habe ich mir letzte Woche Samstag, glaube ich, geholt.
Und da habe ich die Disco Luncher drinne. Die machen auch richtig guten Schaden. Und da habe ich Crow mit zwei Implantate, die noch nicht natürlich aufgewertet sind, weil wie gesagt, ich bin noch ziemlich am Anfang bei den Spielen, obwohl ich das ja eigentlich schon lange spiele. Aber so richtig spiele ich das ja auch erst wieder seit einem Jahr. Vorher hatte ich ja nur meinen stärksten, ich glaube Killshot war der stärkste gewesen und Panther und sonst hatte ich nur hier graue und grüne Meshes. Das hier sind jetzt halt nochmal ein epischer. Also mit den Agenda haue ich halt immer hier die Dingens rein, das Schild, renne dann rein und schieße meine Munition ab von dem Disc Launcher und da macht schon guten Schaden. Und dann habe ich, ja komm, warte, machen wir schnell mal hier, zack, 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 Eggies, haben wir fertig. Naja, okay, schön. Dann haben wir nochmal hier schnell die zwei Queste ab. Oder drei. Muss gleich spielen. Wird gleich noch gemacht. Dann haben wir hier den Puma. Panther. Ich immer mit meinem Puma. Puma ist noch der andere. Jetzt hatte ich zum Puma Panda gesagt, ne? Ich weiß es nicht. Da habe ich irgendwie was durcheinander gebracht. Also das ist der Panda. Ah ne, Panda habe ich gesagt letztens. Genau. Bei meinem Panda, da habe ich die Voltage RPG 8 drinne und Samson. Pilot Samson. Auch mit die Glyphen RPG. Ich habe bei denen so eine extra bisschen Distanz Waffe genommen, weil ich auch bis auf Distanz gerne kämpfe, weil ich finde, das hier ist eine Nahkampfwaffe, die ist auch, mit der kann ich zwar auch weit schießen, aber das Anvisieren ist auf der Nähe und macht auch mehr Schaden, als wenn ich mit denen einfach so irgendwo rumballer. Ja, dann ist das hier mein bisschen fernkampferprobter Panther. Panther. Schon wieder. Ja, wie gesagt, Schild reinknallen, um die Ecke gehen oder hinterm Schild stehen und dann losfeuern. Und dann habe ich meinen Killshot, mit dem ich eigentlich immer sehr früh sterbe. Aber mit denen habe ich halt die Arcteron. Terrent. Arcteron. Da haben wir den Jester, haben wir auch mit Ansturm die Fähigkeit drinne und auch eine Arterin. Ich glaube, das war Geschwindigkeit oder Schaden. Ach, Magazingröße, also die Länge. Ja, auch ganz gut. Stürmt man an, während ich anstürme, fange ich schon an zu schießen, weil mein Ansturm, der tötet meistens nie den Mech, sondern erst die Waffe dann. Außer wenn er halt zu wenig Leben hat, dann wird der Mech auch getötet dadurch. Aber ist halt nicht immer der Fall. Deswegen ist das mein anderer Nahkämpfer. Und dann haben wir noch mal einen Fernkämpfer. Das ist der Gatecrusher, mein stärkster. Mit denen nehme ich mit die Stasis Beans, beschieße ich den, dann wird er ein bisschen langsamer und dann feuere ich die Fähigkeit von den Gatecrusher ab, auf der Hoffnung, dass ich treffe. Fliegt natürlich manchmal auch daneben oder manchmal schieße ich auch sofort den Dingens ab und dann kommt der Stasis Beam Schuss hinterher, dass er langsamer wird. Naja,
Ist nicht gerade so die stärkste Waffe, aber ich mag die Waffe auch für den Mech, finde ich sie gut. Dadurch, dass er halt langsamer wird und wenn er langsamer ist, kannst du besser auf ihn feuern mit der Fähigkeit. Bei denen haben wir den Marco. Er hat auch die Fähigkeit, dass die Fähigkeit, dass die, das Implantat drin, dass die Fähigkeit schon abgeklungen wird. Und dann macht er halt nochmal hier ein bisschen die Nachlässzeit weniger. Ich hatte mir noch eine bessere Waffe gekauft, die hatte ich mir auch einmal ausprobiert. Das ist die. Warte mal. Aber hier alles freigeschaltet, zack. Die Cheigan war das. Ich glaube, da war sie gerade. Da. Die Cheigan. Die ist eigentlich auch richtig gut. Ist das so eine Art wie. Wie ist das? Beans kennen. Also. Die feuert so mehrere Schüsse mal ab. Also wie eine Gatling Gun. Einziges Nachteil bei der ist, die muss ich erstmal aufbauen. Du schießt erstmal einen Schuss, dann schießt du zwei Schuss, dann schießt du vier Schuss. Sozusagen wird das immer verdoppelt. Solange bis der Schuss, bis die Kanone leer ist, dann geht es immer bam, 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 bam. Und dann, oder wie müssen wir sagen, die muss erstmal warm laufen. Und das habe ich bei vielen immer so den Nachteil. Ich habe es probiert mit der Dingens, mit dem Killshot. Ist total kacke mit Killshot. Du stürmst an, fängst an zu schießen und dann, wenn er die Macht von der Cheigang erstmal hat, also die richtige Feuerkraft, dann ist der Killshot schon tot. Ja. Ja, deswegen, also die Cheigan ist schon eine gute Waffe, aber ich finde die dauert zu lange, bis sie halt richtig viel Schaden macht. Und das liegt halt an dieser Waffe, die ich halt habe von die Cheigan. Vielleicht sind die Großen ja anders, vielleicht laden die schneller hoch, aber die Cheigan fand ich bislang noch nicht so gut. Obwohl ich dachte, das halt Bereicherung für mein Hangar wäre, da ist halt einer mit der besten Waffe, die ich habe, mit der Disc Launcher. Ich würde sagen, das sind die beiden legendären Waffen, die einzigsten, die ich habe. Und die sind auch schon richtig gut. Nur halt, ich glaube, die Cheigan ist gut bei den Einmech. Wie heißt er mit dem Schild vorne? Wie heißt der Mech mit dem Schild? Das ist Ares. Genau. Bei Ares wäre die Waffe, glaube ich, gut. Der hat ein Schild vorne. Der kann ein Schild anmachen. Fängt an zu schießen. Baut sich auf. Und dann feuert er alles ab. Mit Jungnut wäre es, glaube ich, auch gut. Aber bei Jungnut spiele ich ja erstmal nur die ganzen Erfolge noch, die ich hoffe bald fertig habe mit den Waffen. Aber ich werde jetzt erstmal eine Runde mit diesen Hunker spielen. Also würde ich sagen, dann viel Spaß mit dem Kampf und dann würdet ihr ein bisschen sehen, wie ich mit den Hunker spiele. Ich werde einen 5 gegen 5. Wettbewerb ist, glaube ich, jetzt schon freigeschaltet. Jawohl, 5 gegen 5 spielen. Viel Spaß. Okay, es ist. Wettbewerb ist ja gar kein 5 gegen 5, ist ja FFA jetzt. Ja, da will ich nicht alles spielen können. Geht nicht. Das werde ich nicht schaffen. Okay, wenn ich weiter so spiele, dann wahrscheinlich schon. Wie schön, ich habe den Schutz gegeben. Dann nehmen wir jetzt den hier. Normal sitze ich mit denen hier hinten in der Ecke bei FFA. Dann
warte ich immer hier, bis einer kommt. Bisschen laggy gerade wieder. Und dann stun ich den und feuer alles ab. Okay, jetzt haben wir den einmal schon mal. Mit denen in FFA weiß ich nicht, ob das so gut ist. Nee. War auch ein bisschen doof von mir gewesen, aber es hat auch wieder ein bisschen geleckt. Killshot nehmen wir zum Schluss. Den finde ich auch nicht so gut für FFA eigentlich. Es ist ja nicht geschossen. Warum schießt er noch nicht? Ah, jetzt hat er getroffen. Okay, jetzt zeigen wir den letzten nochmal den Killshot. Also jetzt habe ich gerade die ganze Zeit mit Absicht auf Angriff gespielt. Normal. Also Killshot ist mit hierbei eigentlich sehr gut. Ah, ich wurde gestunt. Na super. Eigentlich ist er dafür sehr gut. Oh, schießt da hin. Würde ich mal hier stehen. Ich wollte auch gerade stunnen. Da hat er mich zuvor gestunnt. Na gut. Ach, nicht mal unter den Top 3 gekommen. Egal. Ich habe euch gezeigt, wie halt die Mönche ausgerüstet sind. Wie man eigentlich richtig mit ihr spielt, sieht man ja eigentlich erst dann, wenn man 5 gegen 5 spielt oder wenn man Kontrollpunkteinnahmen macht. Aber das war jetzt FFA. Und dann würde ich schon sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber am nächsten Mal dabei seid, wenn ihr was anderes zu dem Thema von meinem stärksten Hangar sagen wollt. Könnt ihr gerne reinschreiben in den Kommentaren. Ich werde es dann mal durchlesen und antworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.